Hallo, ich bin William Bisacki vom Blog bisacki.it und heute möchte ich Ihnen beibringen, wie Sie ein Fenster einstellen, das sich nur schwer schließen lässt. Wir sprechen von Holz, Holz-Aluminium oder PVC-Fenstern, die eine sogenannte einfache Schlüsselbeschlagstechnik haben, sogenannter einfacher Schlüssel. Es gibt auch einige Aluminiumfenster, die diese Art von Beschlägen haben, aber die meisten Aluminiumfenster haben andere Einstellmöglichkeiten. Also, wenn das Fenster schwer zu schließen ist im Griff, ich spreche nicht davon, dass es schwer geht, weil es unten berührt, sondern ich spreche davon, dass das Fenster sehr schwer geht und womöglich so bleibt, weil ich es nicht ganz schließen kann. In diesem Fall riskiere ich, die Griffleiste zu brechen, wenn ich es übertreibe. Was muss man tun? Man muss die Sperrklinken einschalten, das sind diese Verschlüsse, die gegen den Verschluss des Rahmens rutschen. Sie benötigen einen Schlüssel, normalerweise mit Torx, manchmal mit einem Sechskantschlüssel. Dies ist ein Torx-Schlüssel, ein Sternschlüssel, eine TX25. Er muss in die Sperrklinke gesteckt werden und durch Drehen werde ich den Exzenter der Sperrklinke bewegen. Tatsächlich ist die Schraube nicht ausgerichtet. Ich kann sie enger oder lockerer machen. Wenn ich sie also enger mache, wird das Fenster besser schließen und die Dichtungen werden stärker belastet und der Griff wird härter. Wenn ich sie hingegen lockerer halte, also weiter vom Anschlag entfernt, wird der Griff bis zu einem Punkt langsam, der zu langsam ist. Denn wenn sie zu langsam ist, können sie die Dichtungen passieren. Der Ratschlag zu versuchen. Halbe. Umdrehung, eine Umdrehung auf einmal. Und von diesen kleinen Bolzen kann man sie an allen verschiedenen Stellen im Fenster finden. Es gibt nicht nur einen kleinen Bolzen, also muss man suchen. Derjenige, der vielleicht stört, könnte einer von 5, 6, 7 kleinen Bolzen sein, die im Fenster sein können. Mit diesem Video hoffe ich, dass ich Ihnen mit ein bisschen Heimwerken geholfen habe, ohne dass Sie einen Service rufen müssen. Und ich lade Sie ein, mit dem Blog wisack.it verbunden zu bleiben und die nächsten Videos zu verfolgen.